Ja, es ist Mokasus TV, mal wieder im Gespräch mit Werner Casagrande. Das ist unser Gesprächspartner an diesem Morgen hier, an einem Freitagmorgen. Und ja, Vertriebsleute sind ja vielfach unterwegs, Importeure sowieso, oft in fremden Ländern, hinter neuen Zigarrenentwicklungen her. Und Werner Casagrande anzutreffen, ist nicht ganz so einfach. Aber wo treffe ich dich heute Morgen, Werner? Ja, heute bei uns im Lager, im Büro, weil wir einiges vorzubereiten haben. Wir haben am Montag den Zoll bei uns im Haus und dementsprechend haben wir heute noch einige Sachen vorzubereiten, damit es alles reibungslos verläuft. Natürlich auch vielleicht nicht ganz die angenehmen Arbeiten, die man sonst so hat im Vertrieb, aber gehört genauso dazu. Das macht ja das Ganze spannend, diese Vielzahl an Aufgaben, die man hier hat als Selbstständiger. Dann ist es schön, dass du diese 10 bis 12 Minuten Zeit für uns nimmst. Und dann wollen wir dich auch gar nicht länger aufhalten. Und ich starte mal mit meiner ersten Frage. Casagrande, Costa Rica, Zigarren, 3-hohe-C. So ein bisschen als Aufmacher jetzt für unser Interview. Ich weiß, da gibt es bei dir mehr als Costa Rica. Da kommen wir aber später noch drauf zurück. 2012 hast du deine Leidenschaft rund um den Tabak, um die Zigarren zu deinem Business gemacht. Du hast dann die Casagrande GmbH gegründet. Und jetzt die Frage, wie wird man Insider und Markenmacher? Ja gut, der eine oder andere weiß es ja, ich war ja lange Zeit im Konzern tätig, 18 Jahre. Und wie so oft im Leben spielt, ist es wichtig, auch wieder Veränderungen zu begleiten. Und damals gab es die Chance, im Bereich Tabak zu wechseln. Und ich hatte das Glück, dass ich damals auch einen sehr guten Mentor an meiner Seite hatte, den Sigi Schäuble aus der Casa del Habano in Stuttgart, der mich da über die ersten Jahre eng begleitet hat und mit Rat und Tat zur Seite stand. Ja, und aufgrund dessen ergaben sich damals Kontakte. Ich hatte damals die Möglichkeit, bei Plasencia eine umfangreiche Einarbeitung zu erfahren, war damals 3 Monate dort, habe dann damals beim Sigi Schäuble über einen längeren Zeitraum mitgearbeitet, um einfach auch so dieses C2C-Business zu haben, also zu Endkunden, um einfach auch hier in die ganze Materie reinzuwachsen, weil ich ja selber, sagen wir mal, mit Tabak bis zu dem Zeitpunkt relativ wenig zu tun hatte, außer dass ich hin und wieder eine Zigarre geraucht habe. Aber sagen wir mal, rauchen und verkaufen sind doch zwei verschiedene Stiefel und vor allem dann noch die Zigarren zu importieren. Aber wenn man dann tatsächlich den Willen hat, und das kann ich nur so für mich bestätigen, dann arbeitet man sich Schritt für Schritt ein, man lernt immer wieder die richtigen Leute kennen und so entwickelt sich das von Jahr zu Jahr. Und wenn ich jetzt nach über 10 Jahren zurückschaue, kann ich nur sagen, war das damals absolut die richtige Entscheidung, auch die richtigen Partner, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Und wir können einfach auch jetzt, sagen wir, die Weichen für den nächsten Schritt als Unternehmer stellen. Das bedeutet, wir stellen derzeit Mitarbeiter ein, wir vergrößern uns, unser Kundenvolumen wächst ständig, fast wöchentlich. Und dementsprechend macht das Ganze natürlich auch Spaß, wenn man auf der einen Seite herausfordernde Aufgaben hat und auf der anderen Seite natürlich trotz der vielen Arbeit erfolgreich ist. Du hast mir eigentlich eine nächste Frage schon vorweggenommen, aber ich darf sie trotzdem nochmal stellen. Die war ja schon sehr informativ. Ja. Du bist Mittelamerika richtig gut vernetzt und da Ja. gibt es natürlich auch immer wieder neue Partner für dich. Das heißt, du bist eigentlich immer so die Hebamme, die ein Produkt in den Markt bringt. Da gehört viel Engagement und viel Leidenschaft dazu. Und da gehört auch das Vertrauen, die Zukunft an den Partner mit dazu. Aber das ist nicht ganz einfach, wie ich mal denke. Nee, das ist richtig. Also klar, man hat natürlich sicherlich auch Partner, mit denen hat man in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Da gab es dann immer wieder Gründe, warum man dann auch nicht mehr zusammenarbeitet. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das Wort Vertrauen, das ist einfach elementar wichtig. Klar, man hat einfach Partner, da zählt das Wort. Und wenn man sich auf die verlässt, dann macht es natürlich auch Spaß, gemeinsam zu arbeiten, sich auch für den Partner entsprechend zu engagieren. Und dementsprechend war es jetzt auch für mich wieder schön, vor 5 Wochen in Costa Rica zu sein, dort meine Partner zu treffen von Vegas de Santiago und von Horacio und die mir beide signalisiert haben, dass sie sehr, sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit sind, auch eine permanente Entwicklung nach oben sehen. Und wenn man jetzt sieht, wir sind mit Vegas de Santiago derzeit weltweit Nummer 1, was die Abverkaufszahlen angeht. Und Horacio von über 23 Ländern haben wir es jetzt mittlerweile geschafft an die dritte Stelle. Und das auch in 4 Jahren, was die Abverkaufszahlen angeht. Und wir sind permanent auf Wachstum. Also das heißt, jeden Monat wächst das Ganze und ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg. Und ja, das Schöne ist aber, das ist nicht nur mein Empfinden, sondern letztendlich auch das, was die Partner sagen. Und darum geht es letztendlich. Ja. Nun bist du ja im 11. Jahr Ja. unterwegs.
Und da tut sich natürlich auch wieder viel Neues, wie ich mir vorstellen kann. So Mitte des Jahres gucken wir alle schon wieder auf den September, auf die Edda Tabak. Wirst du auf der Edda Tabak sein? Ja, also wir werden dort sein. Wir werden zwei Stände haben. Einmal mit Vegas de Santiago, einen relativ großen. Wir werden dies ja nochmals vergrößern zum letzten Mal, wo wir auf der Messe waren. Horatio wird präsent sein. Das heißt, ich werde mich dort wieder teilen. Einen Teil der Zeit verbringen bei Horatio am Stand, einen Teil bei Vegas. Wir selber haben keinen eigenen Stand, was keinen Sinn macht derzeit, weil wir einfach auch eine Veränderung auf der Messe gespürt haben. Das heißt, sagen wir, das nationale Publikum ist rückläufig, aber das internationale Publikum steigt. Und dementsprechend ist natürlich für die Produzenten wichtig, selber vor Ort zu sein. Aber für uns selber geht es darum, gezielt mit Kunden Termine auszumachen, eher so im Bestandskundengeschäft zu arbeiten. Neukunden ist für uns jetzt eigentlich weniger interessant, die Messe für den deutschen Markt. Also deutscher Markt, Kundenpflege. Ja, Ja. genau. Was möchtest du denn mit zur Inter Tabak bringen an Produkten? An Also Produkten vielleicht? wir haben jetzt schon einige Neuheiten. Das heißt, wir haben jetzt die Schamanen dieses Jahr eingeführt von Vegas de Santiago. Eine sehr milde Einsteigerzigarre, die wir in zwei Formaten haben, einmal Robusto und einmal Gran Robusto. Und wir werden jetzt in den nächsten Tagen eine neue Serie von Horatio in den Markt einführen, die Heritage. Das ist ein Blend, der aus Costa Rica kommt, also Costa Rica Zigarre mit einem hohen Anteil Tabak aus Costa Rica. Die Zigarre habe ich letztes Jahr auf der Inter Tabak kennenlernen dürfen. Die hat mich überzeugt und die wird jetzt in 14 Tagen kommen. Des Weiteren werden wir hier, sehr erfolgreich wurde jetzt die neue Serie von Horatio in der Schweiz und in Frankreich eingeführt, die Passion. Passion heißt die, gibt es in vier Formaten. Da werden wir dieses Jahr leider nur jeweils 50 Kisten bekommen. Großteil ist schon abverkauft. Wir haben vorgestern die Info erhalten und haben gestern eigentlich schon fast alle verkauft. Aber vielleicht die eine oder andere Kiste ist sicherlich nur da für den einen oder anderen Kunden. Und das sind so die zwei Neuheiten, mit denen wir starten werden und die wir dann dieses Jahr noch umsetzen werden. Und was natürlich unabhängig davon ist, wir haben ein wahnsinniges Projektgeschäft. Das heißt also viele Kunden, die einfach auch, sagen wir mal, das Thema Eigenmarke ausbauen und forcieren. Und da haben wir mittlerweile Bestellungen, da kommen wir fast nicht mehr hinterher. Das heißt also, wir müssen da einfach auch schauen, dass wir auf der einen Seite unsere Qualität erhalten. Das ist sicherlich wichtig, auch die Zusagen, die wir gegenüber den Kunden einhalten. Und ich glaube, das sind eigentlich so die Themen, die wir dieses Jahr umsetzen werden. Einerseits die Stabilisierung der bestehenden und Neukunden, zum anderen natürlich das Projektgeschäft ausbauen und stabilisieren. Das dritte Thema, was ich jetzt aber nur so begleite, das ist das Auslandsgeschäft. Das heißt, wir haben jetzt auch sehr, sehr große Geschäfte dieses Jahr generieren können im Ausland. Da bin ich aber nur als Vermittler tätig. Das heißt also, da läuft das Ganze nicht über uns, sondern da wird es so vermittelt, dass wir da eine Provision dafür erhalten für die Vermittlung. Und das sind einfach auch mittlerweile Volumen. Da sind wir im sechsstelligen Bereich, was die Zigarren angeht. Ja. Und es macht natürlich auch Spaß, dass man einfach auch sieht, hey, hoppla, nicht nur in Deutschland, sondern auch international funktioniert es sehr gut. Also vor allen Dingen an die Fachhändler gerichtet, wenn ihr zu Inter Tabak geht, da müsst ihr hingehen. Ne? Da gibt es immer was bei Werner, also der Grandag, gibt es immer was Neues. Genau. Also, Und wir haben eine kleine, und wir haben abends darf noch man eine eine kleine Party. Eine kleine Party haben wir noch abends. Da gibt es einen schönen Wein dazu und eine schöne Zigarre von uns. Also wer vorbeikommt, will, ist herzlich eingeladen. Das macht die Sache noch sympathischer, Werner. Ne? Ja. Genau. Anna, ich habe eine Frage, die hat Ja. jetzt direkt mit deinen Produkten nichts zu tun. Aber du bist viel unterwegs, du sprichst mit Aficionados, du sprichst mit dem Handel. Welche Zigarrenformate sind denn 2023 en vogue? Und gibt es eigentlich auch da Unterschiede in den Gewohnheiten zwischen Ost-, West-, Nord-, Süddeutschen Aficionados? Ja, das ist also schwierig. Also ich denke mal, jeder Laden, kann man fast schon sagen, hat seine eigene Kundschaft. Das erleben wir selbst hier in Stuttgart. Es gibt Marken, die laufen beim Einladen und der Luftlinie entfernt nicht mal einen Kilometer auseinander liegt und da laufen sie überhaupt nicht. Also und bei uns ist derzeit so, die Topseller sind Robusto nach wie vor. Dann die Gran Robusto läuft sehr gut und was bei uns auch eine sehr gut gehende Größe ist, ist die 66x6, 66x5. Also sowohl von Vegas als auch die Sled von Horatio, das sind also mitunter die meistverkauften Zigarren, die wir derzeit haben. Also ich habe mir vor 2 Wochen mal die Umsatzstatistik diese angeschaut, was die Abverkaufszahlen angeht nach Format. Und das sind so unsere Topseller D8 Robusto, White Churchill D8 und die Sled.
von Horatio. Das sind die drei, wo wir mit Abstand am meisten verkaufen. Ja. Jetzt Danach hast du. kommt dann noch, sagen wir, das Maduro-Thema kommt jetzt sehr stark. Wir haben jetzt seit einem Dreivierteljahr die Maduro-Serie von Horatio im Markt. Die, also ist komplett auf der Überholspur. Das heißt, wir verkaufen mittlerweile an vierter Stelle die Maduro-Zigarren. Ja. Das sind so bei uns die Trends. Hast du unsere Zuschauer und mich noch ein bisschen schlauer gemacht. Dafür kann ich mich nur bedanken. Ich habe mich wirklich gefreut, dass du so viel Information rübergebracht hast. Hast du noch einen Schlüsselwort, wo du sagen wirst, will ich noch loswerden? Ja, ich freue mich immer wieder, mich mit dir zu unterhalten und vielen Dank an der Stelle, dass ich die Möglichkeit habe, auch wieder Casagrande Cigars über dich zu präsentieren und freue mich, wenn wir uns dann persönlich auch eine Zigarre wiedersehen. Also auf den Wein, auf der Intertabak und bis dahin wünsche Genau. ich dir eine super gute Zeit, Werner. Vielen Dank und nochmals bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, mach's gut, ciao.